Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und heute, wie angekündigt, werde ich ein bisschen was zum Multiplayer erzählen, weil immer wieder die gleichen Fragen kommen und diesbezüglich werde ich da nochmal näher eingehen. Darum geht es ja, warum kann ich den Multiplayer nicht spielen und ja, da steht immer irgendwas mit einer Version und ich verstehe es nicht und deswegen habe ich nochmal ein kurzes Video gemacht und für alle anderen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung einen Link zur Playlist und da könnt ihr nochmal die zwei Tutorials, die ich da schon mal da für den Multiplayer gemacht habe, angucken. Und da wird eigentlich alles nochmal erklärt, aber irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht. Und dafür gebe ich denn ganz kurz mal ab, guckt euch das an und dann werden wir mit diesem neuen LKW, ja, den DAF mit dem schönen Skin-Paket, wie gewohnt, unten in der Videobeschreibung, in dieser Mod-Liste werdet ihr das alles natürlich finden. Und ja, wie gesagt, ich gebe jetzt einfach mal ab. Bis gleich. So, und jetzt sind wir bei Steam und jetzt werden wir uns mal angucken, wie wir den Euro Truck Simulator 2 dem Multiplayer anpassen. Dafür geht ihr ganz normal auf eure Spielebibliothek und dann seht ihr schon die ganzen Spiele. Ich würde auch jedem so empfehlen, die Ansicht so zu machen, dass ihr hier noch ein paar Infos habt. Also das ist für mich alles nochmal ein bisschen zu unübersichtlich. Da seht ihr schon, was ich alles so vorbestellt habe. Schnell weg. Und da könnt ihr auch das alles noch ein bisschen Kategorien unterteilen, weil irgendwann wird das dann zu viel. Ja, das erstmal so am Rande. Ihr sucht euch dann quasi den Euro Truck Simulator 2 aus. Dann klickt ihr mit der Maus rechts an. Geht unten auf Eigenschaften und dann ganz normal oben hier den Reiter Betas. Weil ihr braucht ja oder könnt nicht mit der aktuellen Version nicht das Spiel starten. Warum? Weil die 1.12.01 die aktuelle Version ist. Und wenn ihr das dann ausgewählt habt, geht dann irgendwann hier unten der Download würde automatisch anfangen. Wenn es nicht macht, hier, ihr seht schon, er will anfangen. Ich gehe wieder zurück, weil ich möchte jetzt nicht die Multiplayer spielen. Und gehe nochmal hin. Dann würde er uns sagen, so und so viel MB. Gut, hat er erkannt. Geht wieder zurück. Weg. Und wir gehen nochmal auf das Spiel. Falls er das denn doch nicht automatisch startet, dann geht ihr einfach auf lokale Daten, auf Fehler überprüfen und dann guckt ihr nochmal nach. So, es ändert sich nach und nach, also der Multiplayer wird dann irgendwann mal eine neuere Version gebrauchen. Wie erkenne ich das ganz normal? Ich gehe auf das Spiel, ja, hier den Multiplayer, ich klicke das mal hier schnell weg, will den starten. Ihr merkt, die aktuelle Version 0109R3 Alpha und wenn ich jetzt auf Play drücke, kommt diese Meldung und da steht, ihr braucht die aktuelle Version 1.12.1s. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich mache das wirklich so idiotensicher, weil mich andauernd immer wieder die Fragen oder immer wieder die neuen Fragen erreichen und deswegen mache ich das nochmal. Und wo finde ich das? Hier, da ist es. Nochmal eine andere Sache am Rande, wenn ihr ein Spiel aus dem Laden oder bei Amazon in einer richtigen Verpackung habt, ja, ist es ja mit Steam nicht aktiviert. Man kann aber Steam-fremde Spiele, ja, Produkt bei Steam aktivieren. So heißt es. Klickt drauf und dann gebt ihr den Produktschlüssel ein. Wenn das nicht funktioniert, kann ich nur sagen, dann solltet ihr auf ein Sonderangebot bei Steam warten oder unten in der Videobeschreibung steht natürlich ein Link, wo man das über ja, MMOGA oder sonstige Sachen erwerben kann und vielleicht ist es da ein bisschen günstiger, aber es kommt bald die Winter-Sale und dann irgendwann Sommer-Sale und irgendwann, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann könnt ihr das Spiel aktivieren. Es ist zwingend notwendig, das Spiel über Steam zu starten. Andere Fragen bezüglich, wie lade ich es runter etc., da geht ihr ganz normal auf meine ja, Seite von Maximus hier bei YouTube und dann merkt ihr schon, die beliebtesten Videos, da ist das Tutorial, wie ich den Multiplayer spiele. Oder ich empfehle aber den zweiten Part, weil da wird ein bisschen mehr erklärt. Ihr merkt schon, ich habe auch extra hier unten eine ja, Tutorial ja, Playlist gemacht. Wenn ich jetzt gewisse Mods etc. oder Erklärvideos haben möchte, dann könnt ihr hier mal reingucken, dann wird ein bisschen was erklärt, gerade hier über ein, ja,
Multiplayer vom Eurotruck hier, wie aktiviere ich das Spiel, bla bla bla, Installationstutorial. Und damit werdet ihr eigentlich zurechtkommen, ja? Und das sollte jetzt kurz das Infovideo sein, weil immer wieder die gleichen Fragen kommen. Ich habe den zwar runtergeladen, aber kann ihn nicht starten. So, ich hoffe, ihr konntet jetzt mit den kurzen Einweisungen über den Multiplayer nochmal oder die Aktivierung oder das Hoch- und Runter downgraden, upgraden, ein bisschen was lernen und könnt euch da befassen, jetzt im Multiplayer zu spielen. Ich spiele momentan nicht, weil die wurden gehackt und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Würde ich jedem auch empfehlen. Aber dazu rede ich jetzt noch ein bisschen mehr beim Fahren mit dem DAF, weil wir wollen ja nicht die ganze Zeit das hier sehen. So, ich So, hoffe, ich also, wir konnte sehen euch uns jetzt jetzt gleich mit dem bei Video der ein bisschen Tour irgendwie. weiterhelfen. Und ja, weil irgendwann kann man da einfach nicht mehr antworten, weil immer wieder die gleichen Fragen sind. Ich kann es nicht spielen, wie kriege ich ein neues Update, etc. Na, so wie ich es im Video erklärt habe. Ich hoffe, es ist jetzt eindeutig für euch. Und wir werden jetzt schön gemütlich mit dem DAF Euro 6 fahren. Ihr seht schon, im Innenraum habe ich auch ein bisschen was gemacht. Das hat mich ja ein bisschen gestört, dieses, ja, Antikholz. Und deswegen habe ich das hier in Weiß genommen. Hat natürlich denn alles überschrieben. Also ihr konntet euch kein anderes, ja, Innenraum aussuchen. Der war dann komplett weiß. Und ja, es gibt aber schon viel, viel mehr. Deswegen guckt einfach mal selber nach. Und ja, das ist halt immer so eine Sache, ne, mit den Mods. Ihr wisst ja, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich erstmal einen Großteil der Mods deaktivieren musste, weil ja, sie irgendwie nicht richtig wollten. Naja, ist halt so. Muss man halt immer so auf dem Laufenden sein. Ich sage auch immer wieder, guckt euch das an, welche Mods ihr habt und welche kompatibel sind. Alles nach und nach versuchen, also nicht gleich 5, 6, 7 Mods versuchen hintereinander zu installieren. Aber der Skin sieht doch cool aus, oder? Sieht doch geil aus. So, hier mal wieder innen. Nicht, dass wir hier fahren wie die Rabauken. So, gucken wir mal, ist da ein Auto? Ja. Nein. So, wir gucken mal, 2 Stunden noch was. Da fahren wir mal geschwind. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hinfahren. Na, lass uns mal schauen. Nach Magdeburg. Naja, gut, dann fahren wir nach Magdeburg. Und ich habe schon einen nächsten Mod für mich erkoren, aber da möchte ich noch nicht so viel sagen. Das kommt. Ja. Wenn es funktioniert, dann werdet ihr mal ein bisschen was anderes sehen. Aber naja. So, ja, wie gesagt, ihr könnt das alles nochmal unten in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr es jetzt endlich verstanden habt. Also, es ist ja eigentlich nicht so schwer, wenn ich dann schon so eine Meldung bekomme, ich brauche die Version 1.12.1, dann müsste eigentlich alles klar sein. Aber naja, vielleicht muss ich dann eben nochmal ein Video machen. Naja, egal. Ist halt so, ne? Nicht so einfach hier auf YouTube. Aber ich freue mich trotzdem, dass es immer wieder Leute gibt, die mich dahingehend unterstützen und sagen, hey, ist ein neues Update da, das beinhaltet das und das. Und ja, wenn irgendwelche Leute dann quasi irgendwie eine Frage haben, dass ihr die dann mitbeantwortet, da freue ich mich. Riesengroß freue ich mich. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Uiuiuiui. Maximus ist wieder schon total durch hier. Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Aber jetzt gefällt er mir ein bisschen mehr, der DAF hier von drinnen. Ne? Das ist schon ein bisschen wohnlicher. Ja. Kann man so stehen lassen, ne? Und dann fahren wir hier schön. Aber ich finde es, und das müsste es auch im neuen Euro Truck Simulator 3 geben, wenn man irgendwann mal seine Firma hat, sich selber Trailer zuschanzt und wenn man nicht richtig wirtschaftet, ja, dann fährt man halt ein Stück leer irgendwie mit dem Trailer, weil man
ja, einen Trailer ausgesucht hat, der nur Kühlladungen transportiert und man im Level noch nicht so hoch ist, dann gibt es halt mal keine Frachten. Also muss man sich im Vorfeld überlegen, wenn man noch ein kleiner Anfänger ist, welche Trailer man sich besorgt und die dann auch selber gestalten kann. Ja? So wie man sich das vorstellt. Man hat sein LKW mit der Lackierung und seine Firma, seine Firmenaufschrift. Da müsste es dann auch so einen Editor geben. Und dann könnte man seine Firma gegenüber anderen so ein bisschen ja, hervorheben und sagen, hey, guckt euch an, hier ist der Maximus mit seiner Firma. Toller Typ, der fährt jetzt eine Runde. Was macht denn der Idiot hier neben mir? Fahr doch mal ein bisschen sinnig hier mit deinem Porsche. Wird da nicht so schwer sein? Naja, wahrscheinlich doch. Oh ja. Ich hoffe, dass die denn auch mal Gespräche machen mit Originalfirmen, dass die auch sehen, so wie Porsche, VW, BMW und Mercedes, dass die dann sagen, hey, das ist eine Werbeplattform, ja? Ich habe auch kein Problem, wenn hier an der Seite Shell steht oder hier irgendwelche ja, Werbebanner etc. Das ist doch, macht das Spiel doch irgendwo ein bisschen authentischer, ja? Dann brauchen die Modder nicht so viel machen, weil es ja schon ein Spiel ist. Ja, warum sollte denn so ein Unternehmen wie VW im Euro Truck Simulator nicht auch vertreten sein? Also mit ganz normalen Autos, die hier so rumfahren. Ja, das ist doch schön. Ja, cool, da haben wir einen Golf 5. Ja, ist doch kein Problem, wenn die jetzt die Originalautos hier sind. Ja. Die müssten eigentlich auf die Hersteller zugehen und sagen, hey, passt mal auf, wir würden die und die Autos gerne in euren Spiel haben und dann ist das super. Ja. Also, finde ich, ja, wie viele große, ja, Spielhersteller stellen denn auch Spiele bekannten YouTubern und sagen, hier, guckt euch das an. Bis jetzt habe ich auch schon mal Angebote gekriegt, aber die waren irgendwie nicht so, wo ich sage, das will ich euch zeigen. Nee, da konnte ich mich irgendwie nicht richtig identifizieren. Das waren wirklich, naja, nicht so doll. Und ich hoffe, dass irgendwann mal auch Firmen zu mir kommen, zum Beispiel beim Bausimulator. Da bin ich ja schon ein bisschen in Kontakt getreten, ob ich da vorab schon mal eine Version bekomme. Und vielleicht, also ich stehe schon mal auf der Liste, vielleicht ergibt sich da mal was. Aber bis jetzt kann ich da noch nichts Konkretes sagen. Das wäre eigentlich mal ganz interessant. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Hersteller vom Euro Truck Simulator sagt, hey Maximus, du bist schon ein kleiner Drecksack. Dann geben wir dir schon mal eine Woche vorher das DLC Skandinavien und dann guckst du dir das mal an und kannst es ein bisschen spielen. Hätte ich kein Problem. Und ich denke mal, ihr doch auch nicht, wenn ich dann schon mal ein bisschen rumfahre. Klar kommt dann irgendwo ein gewisser Neidfaktor auf bei einigen, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ganz legitim. Also ich habe damit jetzt keine großen Berührungsängste. So, ich fahre jetzt mal den Trottel hinterher. So, die Bremsen hören sie mal ganz komisch an. Ich weiß auch nicht. Ganz, ganz komisch. Los. Ich mach mal die übelste Hupe hier. Wie war eigentlich die richtige Hupe? Ja, und jetzt sind wir in Magdeburg endlich angekommen. Ging ja richtig fix. Die Sonne steht auch schon ein bisschen tief, so wie es jetzt auch ist, ne? In der Herbstzeit ist ja nicht so schön Herbst so. Ach, hier vorne ist ja gleich der Dings. Augen zu durch, Augen zu durch! Ich habe gar keine Strafe gekriegt. Naja, es war ja auch nicht so schlimm, ne? So, dann fahren wir jetzt mal schön hier auf den Hof. Und ihr wisst ja, Maximus packt eh nicht ein, weil er keinen Bock hat. Oder weil er es nicht kann. So, gucken wir uns hier mal von außen nochmal an. Also der Skin gefällt mir richtig gut. Also muss ich ehrlich sagen, schönes Teil.
Und ja, dann würde ich an dieser Stelle eigentlich Schluss machen. Ich hoffe, Blinker aus hier, dass ich euch, falschen Blinker, ich hoffe, dass ich euch dieses Mal ein bisschen, ja, paar Fragen abnehmen konnte. Und dass die Fragen, die am häufigsten jetzt gekommen sind, ich habe ein Spiel von der Firma XY gekauft, also nicht von Steam. Dass ihr jetzt wisst, ihr braucht das bei Steam, ihr könnt es aktivieren, wenn es funktioniert bei Steam und ihr braucht die aktuelle Version für den Multiplayer, sonst geht das nicht. Ja, mit den Worten würde ich denn eigentlich mich verabschieden. Und der Maximus macht einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Video, bye bye.